Hallo zu meinem nächsten Video der Brucharten. Hier werden wir einige Beispiele zu den Brucharten gemeinsam lösen. Die Aufgabenstellung lautet: Welcher Bruch wird hier mit Farbe dargestellt? Beginnen wir mit diesem Balken. Dieser Balken stellt ein Ganzes dar, der in drei gleich große Teile unterteilt ist. Wir haben hier drei gleich große Teile und zwei davon sind mit Farbe angemalt. Das bedeutet, unser Nenner ist die 3 und unser Zähler ist die 2. Also ist unser Bruch 2 Drittel. Und dieser Bruch ist ein echter Bruch, da er kleiner als 1 ist und der Nenner größer als der Zähler ist. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Wir haben hier zwei Quadrate, die in jeweils 9 gleich große Teile aufgeteilt sind. Hier gehen wir wie folgt vor. Ich habe schon erwähnt, wir haben 9 gleich große Teile in den beiden Quadraten und das soll unser Nenner sein. Der farbige Teil, der hier ausgemalt ist, besteht aus 11 gleich großen Teilen. Das ist unser Zähler. Das bedeutet, unsere Bruchzahl ist genau 11 Neuntel. Hier ist der Nenner kleiner als der Zähler. Das bedeutet, wir haben hier einen unechten Bruch. Und im letzten Video haben wir ja gelernt, dass man unechte Brüche auch in gemischten Zahlen umschreiben kann. Dazu müssen wir uns überlegen, wie viel Ganze hier dargestellt sind. Wir haben hier genau ein Ganzes. Und dieses besteht aus 9 gleich großen Teilen, also als Bruch 9 Neuntel. Und das, was noch übrig ist, sind genau diese zwei gleich großen Teile, also 2 Neuntel. Unsere gemischte Zahl besteht also aus einem Ganzen und 2 Neuntel. Betrachten wir das nächste Beispiel. Hier haben wir drei Dreiecke, die jeweils in zwei gleich große Teile aufgeteilt sind. Das bedeutet, unser Nenner ist die 2 und die Teile, die angemalt sind, sind unser Zähler. Hier haben wir insgesamt 5 Teile, die angemalt sind. Das bedeutet, unsere Bruchzahl ist 5 halbe. Hier ist unser Zähler, die 5, wieder größer als unser Nenner, die 2. Das bedeutet, wir haben hier wieder einen unechten Bruch, den man als gemischte Zahl umschreiben kann. Falls ihr schon eigenständig den unechten Bruch in eine gemischte Zahl umschreiben könnt, drückt jetzt auf Stopp. Nun zeige ich euch, wie das geht. Wie gesagt, wir müssen zuerst schauen, wie viele ganze Teile wir haben. In dem Fall haben wir zwei Dreiecke, die vollständig ausgemalt sind. Also ist unsere natürliche Zahl die 2. Und der Bruchteil, der noch übrig geblieben ist, ist genau ein halb. Also ist unsere gemischte Zahl 2 Ganze und ein halbes. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Hier wollen wir einmal probieren, zuerst die gemischte Zahl anzuschreiben. Dazu müssen wir zuerst schauen, wie viele ganze Teile hier schon ausgemalt sind. Insgesamt haben wir 4 Siebenecke und 3 davon sind schon vollständig ausgemalt. Das bedeutet, wir haben hier schon 3 Ganze. Die Bruchzahl, die noch fehlt, wird hier dargestellt. Insgesamt sind es 2 von 7 gleich großen Teilen, also ist unsere gemischte Zahl 3 Ganze und 7 Halbe.
Nun wollen wir diese gemischte Zahl in einen unechten Bruch umschreiben. Falls ihr euch das schon selbst zutraut, drückt jetzt auf Stopp und probiert es einfach einmal. Nun zeige ich euch, wie man diese gemischte Zahl als einen unechten Bruch umschreibt. Ein Ganzes besteht ja aus insgesamt 7 Siebtel. Und hier haben wir 3 Ganze. Das bedeutet, wir können einfach rechnen, 3 mal 7 ist 21. Das sind dann diese 3 Ganzen, also 21 Siebtel. Und diese 2 Siebtel werden einfach noch dazugerechnet. Und nun haben wir insgesamt 23 Siebtel. Im nächsten Video zeige ich euch noch weitere Beispiele zu den verschiedenen Brucharten.